ein paar Mal drauf gehen, wollte ich sagen. Mittlerweile mag ich dieses Speichern gar nicht mehr. Speichern nicht gut. Speichern böse. Okay, wo sind sie? Wo sind sie? Ein Punkt. Ein kleiner süßer Punkt. Oh, zwei Punkte. Zwei Punkte. Oh, drei Punkte. Drei Punkte. Ne, gucken wir uns mal an, was das ist. Ja, das sind einfache Viecher von denen. Ja. Naja, wahrscheinlich geht das noch nicht. Doch. Ah, Und dann. Ich habe mir jetzt die Attacken zwar noch gar nicht durchgelesen, aber ja, ich hoffe einfach mal. Dass die aber auch so viel vertragen müssen. Wir könnten jetzt quasi nochmal angreifen, können ihn aber auch nochmal heilen. Das macht natürlich nicht so viel. Der Lenny scheint fertig zu sein. Dann setzen wir ihm nochmal eine Heilung rein. Hoffen, dass er so lange durchhält. Das Ganze geht ganz schön aufs Mana. Er ist mal wieder tot. Also ich merke schon, jetzt wo Jovin weg ist, brauche ich einen. Oh, das ist ein Alpha. Alpha klingt nicht gut. Alpha klingt wie, ich mache euch alle platt. Und deswegen hoffen wir mal, dass unsere Jungs ganz cool damit klarkommen. Yeah! Wir haben das Vieh besiegt. Es ist auch bloß einer gestorben. So lange wären wir wirklich besser, glaube ich. Ah. Jetzt habe ich mich aber ganz schön erschrocken. Psst. So, gucken wir uns mal an, was der Alpha. Alpha so zu bieten hat. Aha. Dämonensekret. Ja, wir müssen ja. Nein, wir müssen Blut finden, ne? Kein Sekret. Ah. Okay. Wir haben zumindest einen Teil unserer Aufgabe bisher erfüllt. Wir haben die Truhe gefunden. Ja, ich bin mal ruhig. Ach Gott, die Augen. So. Was haben wir denn hier? Hübsch. Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Ach, das ist doch nicht fair, dass man da so einen Tollen erstellen kann und hier sowas nur. Ja, wir haben vier Auswahlmöglichkeiten. Es wurde angemerkt, dass ich vielleicht doch nicht alle vorlesen sollte. Also werde ich, während ich quatsche, versuchen, das Ganze durchzulesen. Und ja, dann das Richtige auszuwählen. Ich möchte erstmal die Nummer 3 wählen. Zuerst möchte ich wissen, wer ihr seid und woher ihr kommt. Ihr seid hier der Eindringling. Damit steht die erste Frage mir zu. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen Sie, fragte ich mich. Weshalb sind Sie hier? Und jetzt? Stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren? Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chasing, und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Oh, die gefällt mir jetzt aber. Ihr da. Frauen fürchten sich nicht wie kleine Jungen. Sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Oh, ich finde sie so toll. Oh, die ist cool, die sieht gut aus, die hat's voll drauf. Wir schleimen mal ein bisschen. Ich bin Tiada, erfreut euch kennenzulernen. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß. Und das mitten in der Wildnis. Ihr könnt mich Morrigan nennen. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe.
aber es ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Die hat's echt drauf, mal abgesehen von unserer Zicke im Hintergrund. Ja. Wir fragen einfach mal, wer hat sie denn genommen? Denn dann genommen? Es war meine Mutter. Mutter weiß mir. Ja. Wir fragen nach. Eure Mutter? Ja, meine Mutter. Oder dachtet ihr, ein Baum hätte mich geboren? Ein diebischer, sprechender Baum vielleicht. In der Wildnis gibt es nicht nur Monster. Hier wachsen Blumen. Und Kröten auch. Wenn ihr wollt, bringe ich euch zu meiner Mutter. Es ist nicht weit. Und ihr könnt sie dann nach euren Papieren fragen. Wir sollten die Verträge holen, aber das gefällt mir nicht. Morrigans plötzliches Auftauchen. Es passt einfach zu gut. Kröten wachsen also auch hier. Wahrscheinlich aus dem Boden, wie Blumen. Ja, ich würde ihr eigentlich ganz gerne vertrauen. Mir ist sie auf Anhieb total sympathisch. Und, wir sagen einfach, wir gehen mit ihr. Sie stopft uns alle in den Kochtopf, wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Ja, also ich bin ja nicht ein misstrauischer Mensch. Deswegen, ja, folgen wir einfach mal in der Hoffnung. Alles gut? Grüße, Mutter. Ich bringe dir 4 graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer Elfenverstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Ja, was glauben wir denn? Wir sagen einfach, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Diese Aussage ist weiser, als es den Anschein hat. Seid euch stets bewusst. Oder war es unbewusst? Ich kann mir das nicht merken. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis, hm? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Oh, seht ihr, manchmal muss man den Leuten einfach nur glauben. Ja, wir fragen einfach mal nach, woher wisst ihr das alles? Weiß ich etwas? Ich bin nur eine alte Frau mit einer Vorliebe für vergilbte Pergamente. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Oh, ist die toll. Oh, Mensch. Oh. Also, ich finde die ja klasse. Auch wenn die so ein bisschen knurrig ist. Aber auch sowas brauchst du ein Spiel. Ne?